Also das Wort nun kommt extrem häufig vor. Gut, was wollte ich machen? Ich wollte zum, wie heißt er denn? Schmied. Zum Herrn Schmidt. Mal hoffen, dass Herr Schmidt auch da ist jetzt. Und nicht wieder mal Pause macht. Okay, zum Herrn Schmidt. Ab geht's. Hier kommt der Bewahrer. Yay. Ja, genau. Ich wollte noch da unten ein bisschen Investigation betreiben, aber man hat mich verhindert. Voll unfair. Willkommen in meinem Laden, Freund. Ich bin Miguel. Waffen und Rüstungen sind mein Handel. Schön. Und mein Leben. Schön. Wenn ihr eine Reparatur benötigt, lasst euer Zeug hier. Und ich werde mich darum kümmern. So gut wie neu. Gut, dann lasse ich den nicht reparieren. Dann kann ich mein Schild reparieren lassen. So gut wie neu. So, achso, das soll... Soll das mein Helm sein? Das soll doch nicht ernsthaft mein Helm sein. Es schaut aus wie ein Mörser. Egal, wahrscheinlich einfach nur die falsche Grafik verwendet. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt noch? 417. Gut, okay, bevor wir nochmal zum Schmied rennen müssen. Ernsthaft, das Spiel ist wahnsinnig schnell wieder abgestürzt jetzt. Mal hoffen, dass das nicht nochmal vorkommt, ne? Ja, verdammt. Ah ne, hier geht's sogar noch runter. Gut, bei dem Typen waren wir drin, da gab es nichts zu holen. Hier haben wir geguckt, da haben wir nicht geguckt. Aber da gibt es auch nichts zu holen. Oh, da unten muss ich mal gucken. Hier nicht. Hier ist nur wieder eine Kloake. Scheiße. Egal. Mehr gibt's in dieser Stadt wohl nicht. Außer nur noch, natürlich noch. Hier nicht. Glaube ich. Zumindest. Ich kann mich an was erinnern. Was zum Teufel? Hä? Warum ist da ein Wappen? Das ist verwirrend. Schaut so aus, als ob es hier was Geheimes gäbe, aber dabei gibt es gar nichts Geheimes. Ja, an was ich mich erinnere, es gibt hier in irgendeiner Behausung einen Geheimgang. In der hier nämlich. Glaube ich. Oder auch nicht. Ich weiß nicht mal, wem das Zeug gehört. Ich klaue es jetzt einfach. Oder vielleicht habe ich das auch nur mal irgendwie getrampelt. Das hier schaut doch irgendwie hart nach einem Gang aus. Nee, aber das ist keiner. Zumindest sieht man nichts auf der Karte. Aber es könnte durchaus sein. Egal. Nochmal eine Blume. Ein goldener Becher. Glaube ich mir. Etwas gelbes Pulver. Und ein silberner Ring. Ah. Ich habe was gehört. Ich weiß nicht, was ich gehört habe. Hallo, ich war nur auf Besuch wachen. Keine Panik, keine Panik. Okay, also. Ich habe es klimpern hören. Ich weiß nicht, wo. Hier jedenfalls nicht. Nein. Tür, ich weiß nicht, die könnte ich... Nee, die kann ich wohl nicht zerschlagen, aber ich guck mal.
Vielleicht ist jetzt da, wo es so grün war, offen, aber ich bezweifle es. Nee. Nee, nee. Ach komm. Jetzt habe ich schon irgendwas entdeckt und dann weiß ich nicht was. Das ist blöde. Voll doof. Naja. Okay, hier waren wir gerade. Ernsthaft, ich weiß doch, dass es da... Da geht's doch irgendwie runter. Hm. Was? Das ist schon wieder kaputt? Ich habe gerade mal ein bisschen gegen die Wand gekloppt, ey. So ein Scheiß. Okay. Also man sieht, ich habe keine Ahnung. Hm. 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 Okay, ich mache auf gut Glück. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo habe ich denn überhaupt gespeichert. Irgendwo hier. Gut, also mich hat keiner getötet derweil. Ich speichere einfach mal hier. Und jetzt breche ich einfach diese Tür hier auf, wenn ich kann. Ah, so kann ich das nicht aufbrechen. Wie wär's hiermit? Das ist zu kompliziert. Ach, Scheiße, jetzt ist mein Set. Mein Set ist im Arsch. Hier komme ich auch nicht rein. Es ist zu massiv. Ich kann es nicht aufbrechen. Schon wieder ein Punkt vom Schwert weg. Also ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich bin dumm. Verdammt. Jetzt bin ich schon so schlau und weiß, dass hier irgendwo was mit dem Hebel ist. Dann verkacke ich's. Komme ich überhaupt hier hoch? Von da hinten, na toll. Wahrscheinlich habe ich nur das gesucht, aber egal. Gut, da lang nicht. Der hier lang. Hm. Auch nicht. Okay, ich gebe es zu, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß doch, ihr habt es auch gehört, dass es hier irgendwo was sich getan hat. Ich weiß nicht was. Schrecklich, ey. Ja, und hier ist auch nichts. Nee. Okay, und hier auch nichts. Ja gut Leute, also ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt eigentlich bewirkt habe. Ich kann mich nur noch entsinnen, dass es dort oben hinter dieser Tür ist, in die ich nicht reinkomme. Und ich kann in diesem Spiel auch leider keinen Sprengstoff herstellen. Deswegen werde ich da auch wohl nicht einfach reinkommen. Genauso nicht in die untere. Denn ich bin zu dumm. Und kann keine Türen öffnen. Das ist blöd. Und dieses Spiel hat immer wieder Grafikfehler. Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn die Grafikkarte kaputt ist. Hm. Aber die hier ist neu. Gut, hier ist eine dumme Kirche. Hier ist des Pfarrers Kabine, da ist nix. Hier geht's nach draußen, da ist nix. Da ist nix. Hier auch nicht. Da ist nur wieder diese Hure. Hallo Hure. Bitch. Gary ist ein reicher und einflussreicher Mann. Genau, deswegen habe ich ihn geheiratet. Doch nicht, weil ich ihn liebe. Ha, was denkst du denn? Die will nur wieder Kohle, aber ernsthaft, was willst du hier kaufen? So, wieder ein bisschen Kohle sammeln, ne?
Ja, oder? Sonst habe ich hier nichts. Ne, das war's. Sonst habe ich hier nichts. Ich könnte mal schauen, ob ich in die Krypta jetzt komme. Hey Carlo, sag mal was. Nee, du bist es ist eine Weile her, dass wir den letzten aus der Gilde der Reisenden sahen. Okay, dann guck ich mal, was es hier gibt. Wehe, mich kloppt der Fischer, Junge. Ey, sonst gibt's Ärger. Ey. Zwar für mich, aber... Nein. Ah, hier. Ah, hier ist so ein Dingens. Na, egal. Sonst hier wird hier nichts, ne? Schade. Man kann zwar in der Kloake rumrennen, aber man findet nichts. Außer einem Ring, der ein bisschen Magie gibt. Und der gehört anscheinend dem Typen da oben. Das Schlimmste an der Dummheit der Trolle ist, sie ist erblich. Der gehört nicht dir? Okay, tschüss. Damit gehört der Ring nicht dir. Schön, oder? Gut. In die Krypta. Da muss ich mit Carlo sprechen. Da muss ich mit ihr sprechen. Verzeihung, ich kann euch heute nichts verkaufen. Ich muss nun schließen. Braucht ihr einen Heiler? Nein, ich bin nicht krank. Es ist wegen meiner kleinen Tochter Shani. Seit gestern vermisse ich sie und ich kann nicht mehr denken vor lauter Sorge. Sie wird vermisst? Sie spielte auf der anderen Seite des Platzes bei den...